Auf dem Saas. Okay, ja. Den Saas-Stuhl. Ja, wir sind wieder zu zweit dabei. Hier Schätzung 16 und der liebe Weehawk LP, den habe ich auch wieder mitgenommen. Und wir sind ja bei immer noch gegen Wario vs. Marcel Davis. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ja, wir sind Wario. Marcel Davis ist der Bösewicht. Und wie es aussieht, war das schon der zweite Dingens gewesen. Die zweite Aufgabe, die wir gerade getan haben. Nein, den sollten wir uns noch gar nicht widmen. Wir sollen etwas anderes machen. Und zwar sollen wir auf den Sandturm da drüben, glaube ich. Ah, der ist das. Ich hätte nämlich gedacht, dass das schon der Sandturm war im letzten Mal. Ja, eben. Also das war eben das, wo ich mich auch so gewundert habe. Das war nicht der Sandturm. Oh, du Scheiße. Boah, das ist ja ein riesiges Level. Was ist denn das für ein Loch? Ich gehe da jetzt hin. Ja, würde ich auch machen. Aber ich habe... Oh Gott, wie schnell verliert der in Luft. Oh shit! Wario kann aber nicht lange die Luft anhalten. Oh shit, es ist so ein Wasser! Oh mein Gott, es ist so ein Wasser! Wieso eigentlich rennen? Das ist doch nicht rennen, das ist schwimmen, aber egal. Es ist nicht wichtig, Rüdiger. Es ist nur wichtig, dass wir den hier töten! Was für eine fiese Brühe, ey. Das erinnert mich an Banjo-Kazooie sogar. Ja? Mit dem Hafenbecken. Stimmt. Das hatte ich aber ehrlich, ich habe das Spiel lieber nie selber gespielt, ne? Ich hab das verpasst, das ist ein unheimlich. Ich habe mir aber schon zwei Let's Plays davon angeguckt gehabt. Also ich weiß, wie das Spiel ist, es ist auch ein verdammt gutes Spiel. Ich schätze auch, natürlich, weil ich diesen Nostalgiefaktor in dem Sinne nicht mehr habe, würde ich damit wahrscheinlich auch nicht mehr so viel anfangen können. Aber ja, gut, so sich das anzugucken, war schon ganz geil gewesen. Muss ich einfach mal an der Stelle mal sagen. Es ist echt eins der besten. Und vor allem freue ich mich, da kommen auch irgendwie demnächst mal Hacks raus, weil die schon ganz fleißig da am Arbeiten sind. Da bin ich mal gespannt. Oben drauf! Oh, yeah! Okay, gut, pass auf. Wir gehen jetzt irgendwie hier, sag schon, wir gehen hier links lang. Ich glaube, hier links ist ein guter. Okay. Hier oben ist ein guter Weg. Haja! Oh, der war zu hart gewesen, der Gegner. Mann, ihr blöden Mistviecher, wisst ihr, ihr müsst ja auch immer im Weg herumstehen und immer so, ich bin ein Poki. Okay, gut, alles klar, nicht mehr. Sehr schön. Ich hab ihn verprügelt. Ein harter Weehawk LP, oder was? Ein harter Weehawk LP, wie kommst du darauf gerade? Ich weiß auch nicht, weil du ein harter gesagt hast. Ja, das Video von links jetzt, der wäre ein harter. 400 Abonnenten, mächtig stolz. Darf auch nicht vergessen. Oh, wir gehen aber ganz schön weit oben drauf hier gerade wieder, Rüdiger. Das ist. Ja, und wie ihr auch mitbekommen, ist das auch. Oh! Was? Was? Nein, ey, wie fies, ey. Am Ende, so, ja, du hast es geschafft, nö, du wirst aufgefressen. Oh Gott, ey. Gnadenlos, ey. Gnadenlos, weißt du, ja, das ist ja. Nö. Das war's gewesen für dich. Kriegst kein Stern mehr. Das sind so typische Marcel Davis-Fallen, weißt du? Aber echt. Darauf kann man sich wenigstens. Nicht mal Herr Neumann ist dagegen gewappnet. Heilige, hast du das gesehen? Die Dinge sind ja zweidimensional. Ich habe das glatt vergessen hier. Und deshalb kommt das hier auch oft dazu, dass man hier einfach so abstürzt. Einfach so, ne? Einfach so, dass man noch nicht mal weiß, wohin man rennt, so wirklich. Ja, ja. Okay, pass auf. Pass auf, jetzt wird's sehr interessant. Okay, pass auf. Warte, das habe ich aus deinem Let's Play gelernt. Das geht so. Ganz genau. Ja. Ja, habe ich daraus gelernt. Habe ich daraus gelernt, oder was? Das hast du schön gemacht, ja, doch wirklich. Ja, pass auf, jetzt ist er einfach wieder nicht da, weißt du. Auf den Sandsteinturm. Wir haben das aber diese. Jetzt dreht sich die Kamera wieder um. Jetzt speichert er. Und jetzt sind wir da. Okay. Das ist sinnlos, oder? Mann, ich seh das auch nicht anders als du. Ich seh das ist einfach nichts da. Ich hab echt gewundert gerade. Der zoomt erst irgendwie, nachdem er gespeichert, dreht er langsam wieder zu Wario hin. Jetzt sag ich schon zu Wario. Das ist ja Wario. Es ist Wario, ja. Auf dem nächsten Turm nur anders. Oh Gott. ja. Wie machen wir das? Ich habe das Gefühl, wir könnten diese Kappe hier gebrauchen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf den nächsten Turm, oben drauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, denke ich auch. Ich muss auf den nächsten Turm oben drauf, nur wie kommen wir da? Selbst wenn... Warte. Ich dachte, das ist der wahrscheinlich, Ich weiß schon, wie wir das machen müssen, aber wir werden die blaue Kappe definitiv dafür benötigen. Aber ich schätze mal, wir müssen mit der Kappe
nachher bestimmt darüber kommen zu diesen Geisterdingern. Das kannst du nur ganz klein sehen. Das sind so kleine Buhus, glaube ich. Ich kann nochmal näher rangehen, damit man sich das nochmal besser ansehen kann. Aber vielleicht soll ich auch was hören. Oh shit, oh shit, jetzt wird's kalt hier. Ich meine warm, ich meine das Wasser ist heiß. Es ist heiß, das Wasser. Und das. Oh, warte mal. Halt mal, halt mal, halt mal, halt mal, halt mal. Halt mal, halt mal, halt mal, halt mal. Halt mal, Rüdiger, halt doch mal an. Okay. Siehst du das denn nicht? Oh mein Gott, ja, ich sehe es. Ist das denn nicht unglaublich, ist das? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Okay, wir gucken. Also, okay. Hölle, Hölle, okay. Hölle. Und dann sind Sandblöcke, die verschwinden. Sandblöcke, die verschwinden. Ah, es ist heiß, ja lustig. Okay, alles klar. Es ist heiß. Es ist heiß. Okay, alles klar. Pass auf. Hast du eigentlich schon irgendwelche Safe States in diesem Part gesehen? Nee, ich noch nicht. Nee. Es ist einfach noch nicht interessant genug. Ich glaube, es ist einfach noch nicht interessant genug, als dass sie eigentlich... Ja. Meine Mama! Okay, gut, alles klar. Doch nicht meine Mama. Ich so, yeah, jump. Oh, ich bin ein Experte in dem, was ich tue. Oh, shit. Oh, shit. Ich doch rettet das. Oh, shit. Okay, cool. Okay, so viel dazu. Das sah aber zwischenzeitlich gut aus, muss ich sagen. Ja, das glaube ich dir gerne. Also Rüdiger, du musst mir mal erzählen, wie ist es denn, wenn man hier einfach jetzt so zuschaut? Ich fühl mich machtvoll, dich hier... Nein, aber ich find's schön, das nicht selber machen zu müssen, einfach mal hier so Hex genießen zu können, das ist richtig klasse, weil ich bin ein riesen Fan von Mario 64 Hex und... Meistens leide ich aber unter ihnen. Wollte ich mal nicht leiden. Das ja, wie soll ich denn das machen? Meinst du? Genau. So welche für alle. Mann, das geht doch gar nicht! Ich mache erst mal ein anderes Level, das kann sich ja niemand mehr ansehen hier. Ja, ich hol gleich Hendrik, ja, das ist gut jetzt. Ich mach ja sowas. Ich mach ja gar nicht so eine Art. Ich bin ja nicht Rüdiger genug, als dass wir Hendrik holen müssen. Wow, das hat mich echt aufgeregt. Ja, wer erinnert sich nicht an die fleißigen Zuschauer, oh Gott, bei Rüdiger, wer erinnert sich nicht an Rüdigers wundervollen Auftritt bei den Zuschwerenturm, der nix für Rüdiger ist, aber dann doch nix für Rüdiger war und da war es einer für Rüdiger und da war es doch nicht einer für Rüdiger. Genau. Der erinnert sich nicht daran. Das war sehr, sehr schön und bis heute der letzte Part, den wir aufgenommen haben. Ja. Tief in die tiefsten Tiefe. Unten im Meer. Ja, so. Das ist jetzt eine gute Frage, ob wir das überhaupt schaffen können. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, wenn du da so schnell die Energie verlierst. Versuchen wir es einfach! Ja! Los, schwimm, Mario, schwimm! Schwimm einfach! Ich glaube, das können wir gar nicht schaffen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist unmöglich, Rüdiger. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Können wir unmöglich schaffen? Ich glaube, das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Unlauter. Oh, warte, oh, hier sind Münzen. Das ist unlauter. Unlauter. Oh, oh mein Gott, ich muss die Kurve fliegen. Ah, das ist ein Pikmi. Was ist das? Ah! Oh Gott, wieso schießen die überhaupt? Sind hier Pikmi? Warum sind die überhaupt Pikmi? Oh, was ist da? Ey, du hast es echt geschafft, Mann. Geil. Ey. Also jetzt verneige ich mich von dir, jetzt, also das ist richtig gut. Oh shit, dachte ich mir nur. Geil, ey. Rüdiger, weißt du, wir haben die Lage im Griff. Also, lass uns total. Weißt du, Marcel Davis, der kann uns nichts. Wenn wir nur daran glauben, dass wir alles schaffen können. Alles klar. Hat ja geklappt. Und dann so einen coolen Sprung. Oh yeah, ich mach das und das und das. Au. Oh yeah. Rote Mützen sind derbe. Oh nein. Das ist die erste. Okay, fangen wir mal an zu suchen, Rüdiger. Ich frage mich ja, ob es hier auch einen 100-Münzen-Stern gibt. Bestimmt. Bestimmt, glaubst du? Bestimmt. Glaubst du, das reicht dafür aus hier? Bestimmt. Bestimmt. Guck, da hinten ist auch eine total gut versteckt worden, da hinten in der Ecke. Hat sich versteckt vor uns. Das ist ja mal wieder typisch hier, diese roten Münzen. Das ist echt typisch. Ja, weiß ich, sie wollen nie zu einem kommen. Muss sie immer zu ihrem Glück zwingen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, dass man sie immer dazu zwingen musste, sowas. Irgendwo, ne? Irgendwo schon. Irgendwo schon. Ja, aber Wario kennt da nichts. Der kennt da nichts, dann packt er uns doch was oben drauf. Die roten Münzen noch oben drauf packt er uns, ja. Okay. Ist das nicht auch manchmal furchtbar, dass wir das die ganze Zeit sagen? Ja, schon. Also, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Kennst du mich? Ich kann seit 5 Jahren dieselben Gags bringen und mir persönlich wird's nicht langweilig. Ja, anscheinend ja meistens von deinen Zuschauern auch nicht, weil die regen sich ja auch irgendwie nicht darüber auf. Nee, gar nicht. Es ist schön. Was ist da falsch, Rüdiger? Was läuft da richtig? Keine Ahnung.
Das ist alles sehr merkwürdig. So, hier ist eine Palme im Nichts. Ich kletter da mal hoch, weil... Mit einem riesen Schatten. Warum ist der Schatten so riesig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst vor der Eule, ob die ein anderes Modell noch bekommen hat. Oh Gott. Stell dir mal vor, wie die Eule da aussehen würde bei Master Davis. Und das ist einfach so ein riesiger Rüdiger-Kopf einfach nur. Oh, das ist die dritte, meine ich ja nicht die vierte. Soweit sind wir dort hinten, ist die vierte. Die vierte. Oh, so haben wir aber einen Run, haben wir gerade. Gewinne. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder gucken. Oh, wenn ich eine Münze wäre, würde ich da noch irgendwo oben drauf. Wobei es mich ja wundert, dass es in einem japanischen Spiel wie Super Mario 64 eine vierte Münze gibt. Weil die Japaner haben ja Probleme mit der Zahl 4 irgendwie. Warum? Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ist es auch irgendwie eine Unglückszahl. Ich kann mich jetzt auch irren, aber... Aber wir haben ja 8 Münzen. Ja, aber du hast die vierte quasi eingesammelt. Du kannst ja nicht bis zur 8. kommen, ohne eine vierte einzusammeln. Es sei denn, du kommst direkt auf Umwegen von der dritten direkt auf die fünfte oder so. Ich verstehe. Ich verstehe, dass... Genau. Was ist denn... Wie bin ich denn an den Stern rangekommen? Mit Skill. Da, guck mal, da hinten ist ein blauer Stern. Ah, da war ich doch nie gewesen, oder? Mal überlegen, du hattest den einen Turm, dann den anderen Turm und dann... Ach nee, da bin ich rangekommen, glaube ich sogar, weil da war ich doch mit den Sandkisten drauf gewesen. Ja, doch, Doch, ich wollte gerade sagen, ich war jetzt völlig verwirrt gerade gewesen. Warte, wie geht das denn? Naja. Ja, doch, hast recht, mit diesen Blöcken, ja, genau. Ja, stimmt. Was war das? Irgendwie hat der Emulator gerade ein paar Schluck auf, also musst du dich nicht drüber wundern. Manchmal passieren ganz merkwürdige Dinge. Komisch. Kann mir das selber auch nicht so ganz erklären, aber das ist live, das kann passieren. Das sind aber keine interessanten Dinge, die da passieren, ne? Nein, es sind keine interessanten. Du wüsstest doch, dass wir sonst schon längst Haystakes benutzen würden. Das stimmt, genau. Und immer schneller werden. Okay, hat auch jetzt so schnell zu laufen. Alles klar. Ich schätze mal, ich werde da noch ganz oben drauf wieder müssen. Ich liebe es, dass das so oft kommt jetzt. es ist einfach, weißt du, es muss kommen, Rüdi. Es sind Dinge, die werden erwartet. Besonders wenn du in der Nähe bist. Wir müssen ja den König hier, der Hex hier gerade, müssen ja in dem Sinne auch befriedigen können. Damit er auch seine Rationen kriegt an, ich weiß es nicht. Also darfst du dir aussuchen, wie du es nennen willst. Mhm. So, wie kommt... Ich weiß, dass die Leute jetzt auch Audio-Spams erwarten würden, aber ich kann leider momentan nicht. Das ist halt leider... Diese Macht ist mir momentan nicht gegeben. Audio-Spams for dinner, meinst du? For dinner. Okay, das kann ich verstehen. Jetzt haben wir 6. Ich habe so das Gefühl, ich werde das doch richtig hassen, was hier passiert. Weil ich glaube, wir werden die Kappe brauchen für den einen letzten Stern, welcher hier noch... Doch, ich sehe das kommen. Natürlich regelmäßig Sicherheits-Backups machen vor meiner Speicherstanddateien, die ich hier habe. Die kann ich so speichern mit meinem Rumble Pack, dank dem zweiten geheimen Rumble Pack-Knopf. Ja, der hat nicht 2. Und damit speichert das dann immer so ab. Ah, das ist so lustig, Mario, ich weiß. Ist ja heiß, ist das lustig. Ja. Wieso freut sich Mario eigentlich immer so darüber? Dass er einfach... Oh Mann, ey. Also, das liegt, glaube ich, echt an diesem Rumble-Feature, dass das hier die ganze Zeit passiert. Mhm. Ich kann mir das gar nicht anders erklären, was hier vorkommt. Aber auch sonst natürlich auch sehr schöne Musik. Ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt, dass die ganze Zeit der Ton so leicht von links kommt. Zumindest die Musik. Der normale Spieleton kommt ganz normal von vorne. Aber die Musik kommt irgendwie so ganz komisch von links. Oh, da ist eine Münze. Wow, Chip. Aber ich wette, dass hier oben noch eine ist. Ich glaube auch, dass da noch eine oben drauf ist. Da muss eine oben drauf sein. Alles andere kann ich mir das gar nicht erklären. Aber schön, dass da nochmal eine Mütze war. Okay, da ist klar. Ich habe alles unter Kontrolle. Keine Panik. Ist alles gut. Ist live, das kann passieren, mal wieder. Aber das ist lustig! Ja! wieso wird eigentlich immer so zur Seite gezogen, wenn er da lang fliegt? Wird immer so von der Seite aufgefressen, habe ich das Gefühl. Ich mag es, wie er die Hand immer noch so oben rausstreckt, wenn er... Als wollte er sagen, you killed me! Ich glaub nicht, dass er das sagen möchte, Rüdiger. Doch, bestimmt. Er würde bestimmt you killed me sagen. Das sagen die Skulltulas bei dir. Ein paar Zuschauer haben dir sogar angeboten, dir Dateien dafür zuzuschicken. Ja, ich glaube sogar, dass ich das machen werde. Sie haben so gesagt, ey. Ja.
Aber ich muss immer so mal gucken. Ich lasse die Leute dann aber wirklich You Killed Me sagen. Und ich glaube nicht irgendwie was anderes, weil sonst wird das, glaube ich, völlig wahnsinnig. Das rastet ja auch so. Die meisten spammen einfach nur irgendwas. Wahrscheinlich. Einfach nur die ganze Zeit. Ich weiß auch, was nicht wäre. Würdest wahrscheinlich so 10-mal würdest du nur so War bekommen oder so. Das alles wirst du, glaube ich, gar nicht kriegen, Rüdiger. Also Rüdiger, wow, der hat War gesagt. Das stimmt, das werde ich sogar machen, auf jeden Fall. Also, wie ich es jetzt soweit beobachten kann, ist da oben keine 8. rote Münze. Beziehungsweise keine 7. rote Münze. Die ist da nicht drauf? Die ist da nicht drauf, irgendwie. Ey. Was ist da denn? Ist natürlich ein bisschen schade, aber dann sind wir wenigstens nochmal hier hochgegangen. Yeah. Sehr gut. Noch nicht wirklich gut. Okay. Wenn ich hier runtergerutscht wäre, dann wäre ich nicht tot. Einfach mal so weit gedacht, weißt du, das wäre nicht so schön gewesen. Stimmt. So, also entweder ist hier jetzt noch irgendwie eine rote Münze oder ich muss echt zum Geist werden können. Zum Geister Mario. Oder ich finde noch eine 8 rote Münze hier irgendwo. Wo war ich denn noch nicht gewesen? Ich glaube noch nicht auf der anderen Seite hier von der Sache, wo ich hier gerade rumlaufe. Da war ich noch nicht gewesen. War ich noch nicht gewesen, Rüdiger. War ich noch nicht gewesen. Aber pass auf. Ich werde jetzt einfach. Im Wasser war da vielleicht noch? Oh Gott, ey, du hast Gedanken. Das ist natürlich wert, da mal drüber nachzudenken, ob da vielleicht eine sein könnte. Aber ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Ich laufe mal so herum, da sehe ich so ein bisschen mehr, was über mir ist. So, das ist ganz schön. Und jetzt muss ich hier nach unten gucken können, damit ich weiß, was unter mir ist. Ich wüsste nicht, wo er so sadistisch jetzt eine rote Mütze hinlegen könnte hier drin. Gott, das wär wirklich böse. Das wäre echt ziemlich krank. Weil ich müsste auch erst noch wieder rauskommen. Warum ist da unten eigentlich eine Palme? Oh! Das fände ich super, dass da eine ist. Hast du das gesehen, Rüdiger? Ja. Weißt du, was da liegt, Rüdiger? Weißt du, was da liegt, Rüdiger? Oh nein. Du hast sie gesehen, oder ja, nicht? Doch, ich hab's. Ja. Ja, ich. Oh nein. Und auch noch die letzte. Oh mein Gott, ich höre! Huka! Das kann niemals klappen! Niemals! Ja! Du musst es schaffen! Ich weiß nicht, ob ich mir noch die Münze hier oben. Ich hol mir einfach noch die Münze hier ganz gemütlich. Ganz entspannt. Im Birdman-Modus. Also schnappt er sich nun die Münzen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hochschwimmen muss. Wo muss ich denn hin? Ich sehe keinen Block! Ah! Wir brauchen gar keinen Sauerstoff. Einfach hier. Richtig. Und versuchen einfach. Da ist er! Am Leben zu bleiben. Leider ist es uns nicht vergönnt. Weißt du, oh Rüdiger, da ist wirklich, da unten ist die letzte Münze. Rüdiger, da unten ist die letzte Münze, Rüdiger. Und da ist eine grüne Palme. Also ich schwimme da mal wieder runter, okay? Also das würde ich dir auch spannend, da runter zu schwimmen, die rote Münze zu sammeln und im Birdman-Modus dieses Gewässer wieder zu verlassen. Schau einmal, da ist ein wunderbar glitzernder Stern erschienen, der uns sagen will, Hallo Wario, ich bin der Lohn für deine Mühen, dass du es geschafft hast, ganz in Ruhe und entspannt diese 8 roten Münzen zu sammeln. Und das ist doch, wonach wir alle streben. Die Einsammlung von 8 roten Münzen und das... Mann, ist das echt fies. Hi, Malaya! Ja, erzähl weiter, Rüdiger. Was ist schon ganz schön. Die Leute freuen sich darüber, dass du sie ein bisschen unterhältst mit deiner sanften Stimme. Meiner sanften Stimme. Das muss auch einfach sein. Einfach immer ganz entspannt bleiben. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
sondern einfach diese wahrhaft herrliche Mission genießen, wie Wario um sein Leben kämpft. Ganz entspannt kämpft er um sein Leben, benutzt interessante Nein, tut er ja gar nicht. Und stattdessen einfach Münzen einsammelt, weil auch Wario muss natürlich von etwas leben. Und so sammelt er, ohne in Panik zu verfallen, eine Münze nach der anderen. Münzen, die sehr sauerstoffhaltig sind. Sicherlich, das ist ungewöhnlich. Doch hier in diesem herrlichen Ort ist das eigentlich etwas ganz Normales. Sauerstoff durch Münzen zu bekommen und dabei ganz entspannt und ruhig zu bleiben. Wario, du bist nun tiefenentspannt und kannst ganz langsam zu Boden sinken. Herrlich. Wunderschön. Wunderschön. Und so sammelt er sich nochmal die Münzen. Noch einmal. Man kann nie genug davon haben. Man muss einfach mal sehen, dass man ja hier auch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen muss, um in diesem herrlichen Urlaubsparadies leben zu können. Da braucht es nun mal die ein oder andere Münze. Doch dafür würden wir niemals in Panik verfallen. Wir steigen einfach aus dem Wasser und ja, entspannen uns ein Röntchen. Jetzt schauen wir einmal, wo befindet sich denn der letzte Stern? Nein, wir töten erst einmal ein paar Pokis. So muss das sein. Die sind sowieso nur im Weg. Ja, da brauchen wir uns auch gar nichts bei denken. Es gibt genug von ihnen. Sie stehen gar nicht unter Artenschutz und sie würden auch niemals euch das verwehren. Sie würden niemals sagen, du darfst mich nicht töten oder sonst was. Nein, sie lassen euch diesen Spaß. Diesen herrlichen Spaß. Sie lassen sich gerne den Kopf abpacken und denken sich dabei nichts, ne? Ja, genau. Das ist toll, Rudiger. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die 8 roten Münzen irgendwie geschnappt, auch wenn die letzte wirklich sehr, sehr brutal versteckt gewesen ist. Und ich habe das Gefühl, hier sind genug Pokis versteckt, um hier die Münze halt zu erreichen, die wir haben sollen. Hab ich nur so als Bauchgefühl, weil die lassen ja alle jeweils 5 Münzen fallen. Vielleicht hat er ja hier was eingebaut in der Art. Vielleicht hat er das so gemacht, vielleicht auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Hier ist nicht noch einer. Und ja, schön, Rüdiger. Du hast natürlich wie immer sehr elegant bewiesen, dass du das Zeug dazu hast, Leute zum Einschlafen zu bringen. Ja. In einer sehr, sehr entspannten Stimme. Muss ich einfach mal sagen. Einfach nur in den Birdman-Modus geht's. Ja. Ja. Mach ich doch gerne. Ist es nicht interessant, dass... Art zu kommentieren. Ja, es gibt auch noch andere Arten an dir, wie du kommentierst. Musst du ja auch einfach mal dazu sagen. Echt? Es geht natürlich in eine komplett andere Richtung bei dir. Ach, niemals. Nie. Also, da fallen mir so ein paar gewisse Dinge ein, die man in deinem letzten Projekt jetzt momentan gerade sehr gut... Echt? Beobachten kann, ja. Wo wir dann halt auch... du weißt schon... so ein bisschen drüber nachdenken müssen, was ist mit unserer lieben Rüdiger los? Aber das ist ja natürlich eine von vielen Dingen, die wir so im Kopf haben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht, ne? Doch, bestimmt. Weißt du, guck dir mal an, wo sollen die denn noch alle sein? Ach, die haben noch genug, hier gibt's genug Pokis für uns alle. Also, das stimmt, du warst ja der das empfiehlt, das zu tun. Ich habe das ganz vergessen. Dass genau. Es ja gar nicht schlimm ist, die ganzen Viecher umzubringen. Konnte ich das nur vergessen. Es ist gar nicht so schlimm, die wollen das praktisch. Guckten sie ja deshalb so freundlich an, wenn man sie umbringt. Kommt es mir so vor, dass die Münzen kleiner sind? Oder sind fast so klein wie ich, das muss man sich mal vorstellen. Oder bilde ich mir das ein? Nee, nicht wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Auf mich wirken sie sowieso groß, weil ich selbst nicht so besonders groß bin, aber... Also aus meiner Perspektive, da wirkt das halt alles ein bisschen größer. Das kannst du... Weißt du noch... Weißt du noch, wie wir das eine Video aufgenommen haben? Wieso das eine Bild gemacht haben? Chainsaw Man aus meiner Perspektive. Voll Unlung. Was ist ja eigentlich mit dem Wasser passiert? Was ist das mit dem Wasser? Oh mein Gott! Ja! Was? Wow! Was? Was? Bist du wieder? Was? Okay, ich geh wieder runter.
Okay, was passiert hier? Ah! Oh shit! Oh, was? Ah, nein! Was ist das für ein Tod gewesen? Toll. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Toll. Schön, dass wir dich damit glücklich machen konnten, Rüdiger. Schön, dass wir dich damit glücklich machen konnten. Mit sowas immer. Ich liebe sowas. Und ich hatte schon befürchtet, mir passiert sowas nur bei Mario Hex. Ich weiß ja auch nicht, was er gemacht hat. Ich weiß doch nicht mehr, wo hier noch mehr Pokis sein sollen. Ja, gerade weiß ich ja. Aber 6 Münzen, das kann doch nicht so schwer sein. Bist du dir sicher? Stimmt. Ich gehe jetzt aber hier nochmal gucken, ne? Aber ich muss doch 2 finden. Waren noch Kisten da bei diesen ganzen Türmen da? Waren in den weißen Kisten? Waren da überhaupt Münzen drin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weiße Kisten? Da mit dieser Musiknote drauf. Nee, da war nichts drin gewesen. Da war nichts drin, okay, gut. Ja, ich bin relativ sicher, dass da nichts drin ist. Frag mich nur, wo noch Pokis sind. Sind da ja auch nicht so schnell. Die kannst du ja auch so schnell nicht finden. Die sind ja auch gut versteckt irgendwo. Vielleicht hier hinten in der Ecke noch einer hier, so. A whole month gone. And still no Poki. Don't worry, Zelda. The Trifles of Wisdom says that the king will safely return. Also, keine Ahnung. Also, ich schätze mal, es kann möglich sein. Aber warten wir lieber mal die Fritte selbst ab, was er dazu sagt. Weil ich sehe ja keine mehr. Und was sagst du, Rüdiger? Also, ich hätte nochmal auf den Türmen geguckt. Oh Gott, ich sag Blick. Auf den Türmen? Ich hätte nochmal auf den Türmen geguckt, aber... Also auf 2 waren wir ja jetzt schon gewesen. Der einzige, der noch übrig ist, der mit den Sandkisten. Mhm. Aber wenn wir da draußen sind, kommen wir nur sehr schnell wieder zurück. Okay. Aber es ist nicht unmöglich, aber ich will es nur angemerkt haben, dass es sehr schwer werden könnte. Mhm. Klar. Naja. Ich weiß es auch nicht. Könnt's ja nochmal versuchen. Übrigens habe ich gerade wieder die Teleport-Funktion von meinem Rumble Pack benutzt. Nicht, dass du dich wunderst, was da gerade passiert ist. Klar, was hättest du auch sonst benutzt haben sollen? Weiß ich nicht. Also Emulatoren sind ja noch nicht in der Lage, einfach manuell Save-Speicher-Dinger zu machen. Stimmt. Hab ich noch nicht gesehen. Das heißt aber nicht. Müssten sie mal erfinden eigentlich. Müssten sie echt mal machen. Ich schätze, hier ist doch irgendwas versteckt, Rüdiger. Ja, ich glaube auch, das wird dann wahrscheinlich mit den... Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber dann ist ja kein Ding. Wir haben ja trotzdem dafür jetzt diese schöne Landschaft entdecken können. Gemeinsam. Mhm. Ohne Birdman-Modus. Ja, stimmt. So beides so ein bisschen. Und wir gehen jetzt einfach mal unseren wohlverdienten Stern einsammeln. Wow, ich liebe es, wenn das passiert. Ich liebe sowas. Glitscht er sich da jetzt echt hoch? Er glitscht sich nach links. Ach, nach links. Ich habe mir schon gedacht, der rutscht irgendwie hoch. Okay, gut. Ich kann ja springen. Ich habe es vergessen. Alles halb so wild. Oh, ich muss gar nicht in die Richtung. Die sind ja in... Ich kann mich langsam hier drin zurechtfinden. Das ist schon schlimm genug. Mhm. So, pass auf. Wir gehen jetzt einfach... Erstmal gehen wir hier raus. Da haben wir schon ganze 5 Sterne gesammelt. Hurra. Immerhin. Oh, mit 94 Münzen angesehen. Oh Gott, dieser Typ. Wieso guckt er so pissig? Wo ist Wario? Wario ist missing. So ein Mist. So ein Mist. Aber hier kann man auch noch rote Münzen sagen. Ah, naja, wir müssen uns nächstes Mal wiedersehen, Rüdiger. Bei unserem nächsten Part von Super Mario My The Magic 5000. Und dann sehen wir weiter. Genau. In dem Sinne, Leute, einen schönen Tag noch. Bis dann. Bis dann.